Heute machen wir Ushirogeri, der Fußtritt nach hinten. Eine der stärksten Techniken im Karate. Ushirogeri trifft mit der Ferse. Zuerst dreht man sich um 180 Grad. An dieser Stelle darauf achten, dass die Knie zusammenbleiben und der Körper gerade. Die Deckung geht Richtung Gegner und das Knie wird angezogen. Die Ferse zeigt ab hier eine gerade Linie bis zum Zeh und kommt auf denselben Weg wieder zurück. Erst hier dreht man sich Richtung Gegner. So, und jetzt einmal langsam und einmal stark. So, jetzt ein Tipp für die Fortgeschrittenen und Ushirogeri mit zwei Hüfteinsätzen. Erstmal am Anfang, und zwar, wenn man wendet, um zu vermeiden, dass der Gegner sieht, was man vorhat, sollte man nicht einfach wenden und dann gehen, sondern die Bewegung sollte aus der Körpermitte starten, aus der Hüfte. Erst die Hüfte und die Drehung ergibt den Start. Ganz wichtig, damit es ansatzlos wird. Der zweite Punkt ist Beintreffen. Wenn das Bein gestreckt wird, wenn ich Ushirogeri rechts mache, geht die rechte Hüfte nach unten. Die Hüfte nach unten drehen. Es gibt der Fußtritt nach Kraft. Zusammen. Erstmal langsam, Luftimpuls 1, Luftimpuls 2. Vielen Dank, das war's für heute.